Nachdem wir schon in der letzten Woche erfahren haben, dass es in der nächsten Zeit neue Packs für die Sims 4 geben wird, war es gestern Abend dann soweit. Zwei neue Sets für den Garten und den Keller erscheinen schon sehr bald und ein neues Update wurde veröffentlicht. Alles dazu in diesem Video. Von den vier Sets, die in der letzten Woche für die nächsten drei Monate erscheinen sollten, wurden gestern Abend schon die Hälfte angekündigt. Das Gewächshaus- und Dachbodenschätze-Set sind das insgesamt 20. und 21. Set für die Sims 4 und bringen jeweils eine Handvoll neue Objekte wie Setzlinge, Topfstapel, einen Pflanzentisch oder Hängekörbe und beim zweiten Pack Flecke, Risse für die Wand, ein alter Fernseher oder anderen verstaubten Dekokrams ins Spiel. Das Gewächshaus-Set wird von den Entwicklern wie folgt beschrieben. Mit dem The Sims 4 Gewächshausset kann sich dein Sim an einem ruhigen Zufluchtsort vor der Hektik des Alltags erholen. Sims können ihr Haus durch ein friedliches und ruhiges Gewächshaus mit lebhafter und vielfältiger Gartendeko erweitern. Ob sie sich nun einen Weg durch das üppige Grün bahnen oder sich allein inmitten der Grünpflanzen entspannen. Das Pack mit dem neuen perfekten Gartenbereich hat für jeden Sim, ob mit oder ohne grünen Daumen, etwas zu bieten. Die Screenshots zeigen hier ebenfalls die ersten Objekte. Um ein vollständiges Gartenhaus errichten zu können, stehen diese neuen Fenster in zwei Varianten, normal und kippbar, bereit. Und auch die an der Wand hängenden Pflanzen machen etwas her. Die Lampe hier wird wahrscheinlich von vielen von euch im Baumodus benutzt werden. Ansonsten gibt es hier meiner Meinung nach aber keine krassen Highlights. Hier im Hintergrund seht ihr eine Übersicht aller 27 enthaltenen Objekte. Danke an Thematically für das Bild. Weiter dann zum Dachboden-Schätze-Set, welches auch einen kleinen beschreibenden Text erhalten hat. Erstelle einen Raum mit Omas alten, abgenutzten Möbeln oder Trödelfunden. Jedes Stück besitzt Geschichte und kann zu neuem Leben erweckt werden. Das Leben ist zum Leben da und Sims können mit einer Milchkiste voller Schallplatten, alten Pokalen, Familienfotos, abgenutzten Koffern und mehr in Erinnerung schwelgen. Von Flecken über Spuren der Abnutzung bis hin zu Rissen, mit unperfekten, gebrauchten, unverwohnten Dingen kannst du für ein gemütliches Ambiente sorgen. Objekte wie ein älterer Fernseher, noch funktionsfähig, aber ein bisschen in die Jahre gekommen, und staubige Deko runden die angestaubte, aber gemütliche Einrichtung ab. Nostalgische Sims 1-Spieler haben es bestimmt schon gesehen, die Entwickler haben in diesem Pack das vibrierende Bett aus die Sims 1 wieder mit reingebracht. Dieses sieht zwar ziemlich kaputt und zu nichts mehr zu gebrauchen aus, ein lustiges Detail ist es aber trotzdem. Könnte hiermit vielleicht auch das angesprochene heiße Update zu tun haben? Also wird das Spezialbett aus The Sims 1 in The Sims 4 in der funktionierenden Variante vielleicht zurückkehren? Erwähnenswert finde ich hier noch die neuen Bilder, das nicht benutzbare alte Telefon und diesen Fernseher, der wie man es erwartet schwarz-weiß sendet. Auch hier gibt es eine kleine Objekteübersicht, insgesamt 26 Stück. Besonders erfreulich ist für mich, dass es hier keine recycelten oder doppelten Objekte gibt, so wünschen wir uns das doch. Auch spannend, beide Packs werden schon am Donnerstag, den 20. April, für The Sims 4 erscheinen. Und weiter zum neuen Update, welches ebenfalls gestern Abend veröffentlicht wurde. Dieses hat ein paar kleine, aber feine Änderungen mit sich gebracht. Männer und Frauen haben jeweils ein paar neutrale Unterhosen erhalten. Jetzt ist die Auswahl noch ein kleines bisschen größer. Und als nächstes eine schon ganz lang überfällige Ergänzung. Viele Badezimmermöbel wie Waschbecken, Badewannen, Nachtschränkchen und vieles mehr haben jetzt deutlich mehr Slots, auf denen kleinere und größere Deko platziert werden kann. Endlich ist es jetzt richtig möglich, die Handseife auch auf dem Waschbecken zu drapieren. Was denkt ihr zu den neuen Sets? Freut ihr euch eher auf Inhalte rund um den Garten oder brauchen wir mal wieder ramschigen Krempel im Innenbereich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.